Ich bin Ali, das ist der W2K22 My Jam Mode. Und ihr fragt euch sicherlich, wenn ihr den Titel liest, hä, warum? So, und darauf kann ich euch viele verschiedene Antworten geben. Das hier wird erstmal, bis auf weiteres, die letzte Folge vom My Jam Mode sein. Und das hat einige Gründe. Beispielsweise gehen mir einige Sachen nicht tief genug. Wir haben dieses Fädensystem hier. Hier, Rivalität, Level 3, 4. Du siehst davon in-game gar nichts. Das Einzige, was du davon hast, ist ein, wie soll ich sagen, es steht auf dem Bildschirm. Mehr aber auch nicht. Und das wäre nicht mal das Dramatischste, wenn du das richtig unter Kontrolle hättest. Aber das Problem ist, dass du auch eine Fehde nicht einfach abbrechen kannst, zum Beispiel. Das ist schwierig. Das nimmt einem die Kontrolle. Gleichzeitig sind Promos im Spiel auch wieder nicht. Bedeutet, du kannst hier Promos auswählen, aber es wird einfach übersprungen. Finde ich auch schwach. Es gibt keine Multiman-Matches. Es gibt keinen Midcard-Title. Die Match-Optionen generell sind extremst limitiert. Außerdem sind die Ziele eine nice Sache, aber teilweise wiederholen die sich schon sehr krass. Und so kommt es halt auch vor, dass wir jetzt hier ja 21 Wochen in dem GM-Mode safe sind. Und von 50. Und ich schon das Gefühl habe, so viel ist hier nicht mehr drin. So, ich realisiere immer mehr, dass was mich hier durch den GM-Mode trägt, nicht mehr der GM-Mode selber ist, sondern das Gameplay von den Matches. Und das bedeutet, ich kann auch genauso gut Universe-Mode spielen oder sowas. Ich kann sogar besser Universe-Mode spielen, weil ich habe Cutscenes, ich habe Fäden, die ich beenden kann, wann ich will. Ich habe Match-Types, die ich will. Also es ist so gesehen alles besser am GM-Mode, am Universe-Mode, was der GM-Mode nicht hinbekommt, leider. Wenn ich das so mit dem alten GM-Mode vergleiche, gibt es einfach unheimlich viele Sachen, die in diesem neuen GM-Mode hier leider echt schon deutlich viel schlechter geregelt worden sind. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht in Zukunft noch ein Video dazu mache und das mit ein bisschen mit einem anderen Programm vereine, weil es gibt noch ein anderes Programm, da kannst du quasi mehr oder weniger machen, was du willst. Da hast du dann einen GM-Mode, der ist besser, viel besser. Und den kannst du dann eventuell verbinden mit 2K22. Sprich, du stellst es ein in diesem Programm und gleichzeitig kannst du die Matches aber in 2K22 spielen. So. Das wäre noch eine Idee, die ich habe. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das gerne mal sehen wollt. Das wäre dann so ein bisschen so eine Crossover-Folge. Was hätte der 2K22 GM-Mode sein können? Oder wie hätte er mir besser gefallen? So, weil es ist ja immer einfach zu sagen, das passt mir nicht, das passt mir, das passt mir nicht. Aber was du dann besser machen würdest, das muss man halt auch immer mitteilen. Deswegen, ja, wenn man jetzt hier noch die Roster, finde ich auch ein bisschen limitiert. Also ich meine, du hast jetzt hier um die 20 Leute, weniger. Finde ich, ich hätte gerne mehr Leute. Ich hätte gerne die Option, dass ich mehrere Leute in derselben Card verwende. Ich will nicht so limitiert sein. Ich will da rumswitchen können, wie ich will. Was cool ist, ist dieses Legenden-Feature, dass du da so ein bisschen unterteilen kannst. Das ist cool, aber das war auch was, was es schon, glaube ich, damals im GM-Mode gab. Das ist, ja, auch nicht so neu, wenn man darüber nachdenkt. Mir fehlt auch die Verbindung von den Brands. Es ist halt so sehr separat. Bei Raw und SmackDown verstehe ich das noch. Aber bei den Pay-Per-Views macht das keinen Sinn. Weil jeder, der sich mal ein Pay-Per-View im Fernsehen von der WWE angeguckt hat, weiß, dass die Matches von Raw und SmackDown gleichzeitig auf der Card sind. Das ist nicht ein Event und ein anderes Event. Vor ein paar Jahren war das mal so, aber das ist schon lange nicht mehr so. Deswegen ist es auch so eine Sache, da hat sich 2K ein bisschen faul angestellt. Das muss man ehrlich so sagen. Und das, ja, also alles in allem muss ich sagen, ich war super aufgeregt, als der GM-Mode angekündigt wurde. Jetzt im Juni 2022 kann ich sagen, ich bin doch schon ziemlich enttäuscht davon. Muss ich wirklich so sagen. Wir gehen in unsere letzte Woche Monday Night Raw mit einem 4-Sterne-Match tatsächlich von Dexter Lumis und Johnny Gargano. Liegt aber auch daran, dass es ein TLC-Match war.
Finde ich auch schwierig. Es gibt keine richtige Option, Ausdauer wieder zu gewinnen. Du kannst einen Superstar in der Show nicht einsetzen. Das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass seine Popularität ziemlich krass sinkt. Also, es ist ja so, bei den normalen Wrestlern in der WWE, die kämpfen Woche für Woche für Woche für Woche und auch noch in House-Show-Matches, sprich nicht im Fernsehen. Und die, klar haben die mal Verletzungsprobleme, aber die können das halt machen. Aber hier im Spiel ist es zu viel, einen Superstar Woche für Woche für Woche kämpfen zu lassen. Und das finde ich dann auch ein bisschen kontraintuitiv. So, jetzt ist halt die Frage, was spielen wir? Ich würde sagen, wir spielen Roman Reigns und wir spielen Edge gegen Umaga, weil wir müssen unseren Fehler aus der letzten Folge gut machen, dass Edge offscreen seinen Championship verloren hat. Deswegen, um mal wieder zurück ins Game zu kommen, müssen wir dafür sorgen. Und ich denke, wir werden nochmal mit dem Head of the Table den Demon Finn Balor in den Ground stommen. Hier sind wir. Es ist übrigens ein Tables-Match, wird mir gerade bewusst. Da sehe ich einen ziemlichen Vorteil für uns, einfach nur weil wir in der Lage sind, die Gruppe von Balor mit einem Spear durch den Tisch zu machen. Deswegen, warum machen wir das nicht einfach? Aber vorher müssen wir ein paar Ellbogen auf den Boden kassieren, weil das hilft uns. Hey, wir sind doch gerade aufgestanden, was ist das für eine Frechheit? Nee. Nicht so. Wir sind hier der Heel, wir müssen ein bisschen Crowd worken. Ein bisschen den Finn auf dem Boden halten. Oh, Finn hat da was gegen. Okay, das ist frech gewesen. Wir haben geblockt und er hat trotzdem etwas weitergehauen. Nicht in der Lage, irgendwas zu kontern. Belastend. Oh no, Penny Kick. Ouch. Okay. Oh mein Gott, die Animation war wieder nicht schnell genug. Genial. Wir kassieren einen World Strongest Slam. Aber den haben wir gekontert, den Storm mit einem Neckbreaker. So, wir müssen versuchen, Finn ein bisschen zu grounden, weil er ist doch dann doch schon ziemlich agil und ein ziemlicher Highflyer. Deswegen hauen wir mal die großen Attacken raus. Dart Wrench Suplex. Wir bringen Finn mal nochmal in die Seile. Oder in die Corner. Clothesline. Und die Storms. Und der Kick. Und der Storm. Und die Clothesline misst. Und wir haben Problem. Oh, was ein fucking Brainbuster. Oh wow. Finn geht für eine Submission. Da kommt er aber ziemlich easy raus. So, weiter am Beine arbeiten. Wir brauchen den Signature. Rein in den Boden rammen. Superman Punch. Und Finn ist open. Wir laden. Spear. Hä? Oh mein Gott. Finn nutzt die Dunkelheit der Arena als Vorteil. Spontaner Ausfall von Strom. Monday Night Raw. Ja, wir sind relativ pleite. Ich denke, die Stromrechnung zu bezahlen könnte hart werden. Ich bin jetzt auch, was diese Folge hier anlangt, ziemlich out of the window gegangen. Also, wir haben sehr viel rausgehauen jetzt. Viele Extreme Rules und Tables und TSC-Matches und sowas. Wir treten gegen den Block von Finn. Landen dafür in der Corner. Aber er kriegt für seine Trouble einen Elbow ab. Und Roll Through Powerbomb auf den Tisch. Das habe ich ganz genau gesehen. Das ging auf den linken Scharnier des Tisches. Konter von Bella. Oh no. Bella hat uns in Position.
Aber er macht nichts. Er spielt das Waiting Game und hat damit Erfolg. Wow, wow, Buckelbomb. Fuck. Autsch. Ah. Scheiße. Es geht so schnell in einem Tables-Match. Es ist anders. Aber da hat der Demon gewonnen. Krass. Nicht schlecht. Aua, aua, aua. Naja, für die Storyline hat es Sinn gemacht. Roman ist nicht gepinnt worden und hat das Match trotzdem verloren. Level 4 Rivalität, sogar 4 Sterne-Match. Also, so diese Sondermatches bei Money at Raw zu benutzen, treibt die Ratings dann doch schon ziemlich nach oben. Promo von John Cena, 5000 Fans dazu. Extreme Rules Match von den Tag Team Champions. Simulieren wir einfach mal. Da gewinnen Tamina und Mia Yim. Durch die Viking Championship in 3,5 Sterne Match. Und Elias macht natürlich auch noch Promo. Und da sind wir schon beim Main Event angekommen. Der Rated R Superstar Edge will seinen Championship gegen Umaga zurückholen. Mal schauen, ob er das schafft. Let's go, Rap. Ring the bell. Let me kill this fucker. History could be made. Regardless of which one of these men you're a fan of or you support, you cannot argue. Oh no. Direkt jetzt in die Rope. Aber nicht für lange. Slap. Oder Chop, besser gesagt. Eine Idee, die mir auch gerade kommt, ist, ich könnte als Serie auch so ein bisschen statt dem GM-Mode jetzt in 2K22 könnte ich ja auch online spielen. Ein paar Online-Matches aufnehmen. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Und wie gesagt, es tut mir auch nochmal leid. Ihr werdet wahrscheinlich ziemlich enttäuscht sein, weil ihr alle den GM-Mode schon gefeiert habt. Das Ding ist bloß, es ist halt eine zweiseitige Straße, ein zweiseitiges Schwert. Ich kann halt nicht nur darauf achten, was ihr feiert. Ich muss natürlich auch ein bisschen darauf achten, was ich feiere. Und ich merke einfach, am Anfang habe ich den GM-Mode, ja, war schon lustig, aber mittlerweile ist das mir echt ein bisschen wenig geworden, muss ich sagen. Und auch ein bisschen einseitig. Einfach weil auf den hohen Schwierigkeitsgraden, ja, hat die KI einfach extremste Vorteile. Die verhält sich nicht unbedingt viel cleverer als man selber. Die hat einfach extreme Vorteile in den Match-Ratings. Bei denen ist halt einfach fast jedes Match irgendwie krass so. Und dagegen kannst du ja selber kaum was tun. Weil wenn du quasi jedes Match krass machst, das weiß jeder Booker, wenn du jedes Match krass machst und jedes Match Extreme Rules, TLC, Hell in a Cell, whatever. Oh, Spear gegen Umaga in die Hell in a Cell. Dann sorgst du einfach dafür, dass deine Leute verletzen auf Dauer. Und ja, da hat die KI wohl leider inhumane Vorteile. Apropos inhuman, Edge macht hier gerade einen Tisch bereit. Und benutzt den auch direkt gegen Umaga. Der Tisch ist bedrohlich in der Corner. Aber Umaga greift sich den Sledgehammer, legt ihn wieder weg und kassiert nie für seine Trouble. Und es sieht so aus, als ob der Samoan Bulldozer eine rote Maske trägt. Allerdings keine Farbe. Also keine Schminke. Sagen wir so, aber Edge mit dem Spear. Ich quatsch hier rum. Edge mit dem Spear durch den Tisch. Und das kann es schon sein. Das wird es schon sein. Das ist es nicht. Umaga kickt raus. Aus dem Spear in der Ecke durch den Tisch. Aber Edge ist nicht fertig. Wird ausgekontert. Kontert zurück. Will den Arm bearbeiten. Kriegt ein Elbow für seine Trouble. Und landet wieder in der Corner. Und Umaga, was hat Umaga vor? Oh mein Gott. Umaga tötet Edge quasi schon fast. Mit dem Sledgehammer, aber Edge wehrt sich. Superkick, Umaga bleibt stehen. Aber den Knee Drop gibt es hinterher. Umaga ist jetzt echt wild. Edge zieht sich zurück. Cleverer Schachzug vom Rated R Superstar. Aber Umaga hat keine Gnade mit Edge. Schmeißt ihn an der Seite der Zelle runter auf den Boden. Headbutt. Ouch. Edge knallt gegen die Hell in the Cell. Und ist benommen und fliegt erstmal.
Aber Edge wehrt sich. European Uppercut. Und greift daneben einfach. Aber jetzt trifft er Umaga. Umaga kontert. Und haut einen European Uppercut in seiner eigenen Version raus. Und haut Edge durch die Zelle. Edge liegt ziemlich schwer verletzt außerhalb der Zelle, aber er hat noch genug Kraft und er klettert nach oben. Der rated als Superstar mit seiner Triple Fusion Neck Surgery, also mit seinem operierten Hals im Nacken, ist tatsächlich mutig genug, auf die Zelle zu klettern. Und ich weiß nicht, was in Gottes Namen Edge dazu motiviert. Aber er hat keine Angst und Umaga geht anscheinend für eine Sitter-Powerbomb, aber ein Glück. Haut er Edge auf die Zelle damit drauf. Aber jetzt ist es den zum Aufgeben zu bringen. Sind Edge Schmerzen in der Schulter schon stark genug? Nein! Oh mein Gott, Edge wäre fast runtergefallen. Und jetzt sieht es für Umaga schlecht aus. Aber Umaga hält sich wacker auf der Zelle. Umaga versucht sich zu wehren gegen den Fireman's Carry von Edge. Single Leg Dropkick wird gekontert vom Simone Bulldozer. Aber Edge kontert seinesgleichen wieder zurück und Facebuster auf der Zelle. Und Edge gibt sich Mühe, versucht Umaga hochzukriegen, aber er kriegt Umaga einfach nicht von den Beinen. Aber so kriegt er ihn von den Beinen. Der Raider ist Superstar mit einem Spear. Aber es gibt leider keine Pin-Regel außerhalb des Rings. Bedeutet, Umaga kann nicht gepinnt werden. Er ist hier sicher, aber da ist er nicht sicher. Oh mein Gott. Umaga ist gerade durch die Zelle gekracht. Und Edge wird versuchen, jetzt Kapital zu schlagen hier. Der Simone Bulldozer wird direkt wieder in der ersten Titelverteidigung sein WWE Championship verlieren. Nein, tut er nicht. Okay. Man sieht schon, Edge überlegt, was kann er jetzt tun. Ich glaube, er überlegt sich, den Hammer zu holen. Und jetzt wird es hässlich. Jetzt bearbeitet Edge den ziemlich schwer verletzten Umaga mit dem Hammer. Haut ihn nochmal auf die Tischreste aus dem zerstörten Tisch aus der Ecke. Und macht jetzt Sachen, die man eigentlich von Umaga erwarten würde. Nämlich ein paar Kopfnüsse auf den am Boden liegenden Umaga. Aber Edge scheint noch nicht fertig zu sein. Die Ringecke wird gefährlicher gemacht von Edge. Aber Umaga will nichts davon mitbekommen. Aber das Match sieht jetzt schon relativ einseitig aus, weil Umaga kontert. Aber Edge kontert den Samoan Spike mit Move. Nochmal, Ansatz zum Samoan Spike, aber wieder der Konter von Edge. Spear wird auch gekontert, meine Damen und Herren. Was sehen wir hier? Oh mein Gott. Edge sieht in einem keinen guten Zustand aus. Edge ist benommen. Und Umaga capitalized mit dem Samoan Drop. Den Samoan Spike hat er nicht durchbekommen, aber den Samoan Drop hat er jetzt gekriegt. Der ehemalige, oder nee, der aktuelle WWE-Champion. Aber der aktuelle Champion scheint der aktuelle Champion zu bleiben. Denn Umaga geht wieder für den Samoan Spike. Aber Edge kontert schon wieder. Ist ja unglaublich, meine Damen und Herren. Edge jetzt mit der Execution. Und das wird sein. One, two. What? Wow. Umaga kickt nochmal aus der Execution aus, aber Edge weiß jetzt ganz genau. Dann geht er jetzt für den Spear. Im Ring. Spear hittet. Und ich glaube, selbst da wird selbst Umaga nicht mehr rauskommen. Was für ein Match. Edge sichert sich den WWE Championship in der letzten Woche von Monday Night Raw. Vielleicht machen wir es ja so.
Wir schauen die ganzen Roster an, die wir jetzt hier im GM-Mode zusammengestellt haben. Und wir übernehmen die im Universe-Mode und machen den Universe-Mode extra als Let's Play sozusagen. Würde ich so machen. Wenn ihr was dagegen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir verabschieden uns jedenfalls mit einem 4,5-Sterne-Klassiker. Was echt ganz cool ist. So haben wir nochmal eine gute letzte Folge Monday Night Raw genossen. Wir können jetzt mal schauen, was die Zuschauer zu SmackDown sagen. Ob SmackDown besser oder schlechter war. Das werden wir jetzt sehen. Jedenfalls geht die KI ganz schön Risiko mit ihren Superstars. Also da sind schon einige an der Grenze zur Verletzung teilweise. Asuka in der Promo. Papa Shango gegen Booker T. Boogeyman lässt grüßen. Auch ein 3-Sterne-Match. War auch ein Tables-Match tatsächlich. Trish Stratus gegen Mandy Rose mit Io Shirai, die eingreift. Ändert nichts. Mandy Rose gewinnt trotzdem. 3-Sterne-Match auch. Tucker und MVP mit extrem slower Ausdauer setzen ihre Feder fort. Und Nakamura gegen Ultimate Warrior im Main Event. Tables-Match. Ultimate Warrior gewinnt und haut Shinsuke durch den Tisch in einem 3,5-Sterne-Match. Boah. Die Stimme versagt. Okay. Ja, wir hatten eine bessere Show tatsächlich ausnahmsweise mal. Bei einer Weekly. Kommt nicht häufig vor. Ist aber jetzt passiert. Wir machen 37.000 Fans. Und SmackDown macht nur 12.000 Fans. Bedeutet, die letzte Woche gewinnen wir. Insgesamt gewinnt SmackDown aber. Naja. Hat man auch gesehen, Maryse war die Women's Champion. Aber, naja, wir haben sie echt nicht viel benutzt so. Edge hat wieder 94 Popularität. Shit. Da sieht man, wie wichtig die Championship für Edge ist. Endlich zurück in Toronto. Ja. Naja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Auch wenn das die letzte GM-Folge erstmal war, heißt das ja nicht, dass es für immer war. Vielleicht mache ich einfach eine Pause von dem Modus. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ich spielen soll. Und bis dann. Ciao.